Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem neuen Part. Naka, man hat, du warst zu laut. Im letzten Part haben wir ja unser Agentavis-Baby geboren. Das ist jetzt momentan... Wartet mal eben eine Sekunde, wartet mal eben eine Sekunde, wartet mal eben eine Sekunde, wartet mal eben eine Sekunde. Tschüss. Okay, was geht denn jetzt ab? Kleiner Donner, der zweite. Ganz süßes kleines Baby. Dann haben wir noch ein bisschen Farmen. Also Metall und Kristall. Und wir haben euch unsere... Was ist das? Und wir haben euch unsere tolle Festung gezeigt. Und wir haben Kleiner Donner beerdigt. Den wahren Kleinen Donner. Ja. Es war dramatisch. Ja. Es war dramatisch, ja, kann man nicht anders sagen. Es war sehr dramatisch. Oh, wir haben noch die Baits, die können wir wieder zurückpacken. Denkst du dran? Bitte? Die Baits zurückpacken. Ja, mach ich sofort. Falscher Schrank. Team, da hätte ich zwei Tipps bei Bedarf. Ja, gerne. Dann hau mal rein. Hallo YouTube, das wollte ich schon immer mal schreiben. Oh, geil. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Bitte. Ja, also hallo YouTube von wem? Sonic. Ah, okay. Sonic begrüßt euch. Wo habe ich denn den Stein her? Aber manchmal ist der Chat bei mir, bei dir ein bisschen verlangsamt. Ich überlese halt eigentlich immer irgendwas. Ja, okay. Bin da nicht so der Profi, du. Habe ich jetzt eigentlich Pervertin, oder wie das heißt, bekommen? Und Kara sagt auch Hallo YouTube. Hallo von Kara. Hä? Warum habe ich denn jetzt kein Pervertin bekommen? Ist doch blöd. Ach so, ich baue mal ein bisschen Stroh hier. Was ist da drin? Oh, was ist da drin? Wo drin? Im Loot. Wahrscheinlich brauchen wir hier irgendwo wieder mal ein bisschen Dünger, ne? Oh. Hm? Oh mein Gott, was greift mich an? Hilfe! 88 haben wir schon. Ein Raptor? Ein Oviraptor? Hat der mich angegriffen? Nee, ich glaube nicht. Die sind ja nett. Tipp 1, Höhlentour. Ist aber gefährlich. Oh, Höhlentour hört sich auch schon gefährlich an. Oh, oh, das hört sich... Mama, Mama, ich bin im Internet! Höhlentour, also dann wirklich so in eine Höhle sliden und so? Aber wo sind denn Höhlen hier? Also das müssen wir auch noch entdecken. Wo so Höhlen und so sind. Hauptsache in unserem Titel steht, die Unterwasserwelt erkunden. Und wir haben das so gar nicht. Es ist immer so. Es ist immer so, ja. Wir finden immer andere Sachen, die wir da machen und bla bla bla. Dann kommt das und das dazwischen und bla bla bla. Ja, so ist das. Mit uns. So ist das im Leben. Ja. Ich nehme auf jeden Fall mal einen Wasserbeutel mit, auch wenn die unnötig, also nicht so cool sind. Aber besser als gar nichts, wenn wir irgendwie nachher nichts zu trinken haben. Wir haben doch Gläser hier. Guck mal hier, haben wir ein Wasserglas. Ja, eins. Ja, dann mach du noch eins. Ist doch nicht so teuer, oder? Aber ob jetzt so ein Beutel oder ein Dings? Ne, die Beutel laufen aus. Also die bringen dir halt gar nichts. Ach, dann ist es mir auch nicht so wichtig. Gut, dass wir das geklärt hätten. Also du kannst das Wasserglas gerne nehmen. Ach. Also er braucht Zuwendung. In 26 Minuten können wir uns das merken, Caro. Ja, ne? Natürlich, in 26 Minuten. Ich habe einen inneren Wecker, da klingelt der, bis die Bude voll ist. Okay, also wir wollen
Unter Wasser. Wolle. Tauchermasken, Taucherflossen, Taucherhose. Eine Tauchermaske bräuchten. Ist bei 81, kannst du wahrscheinlich noch nicht. Was ist ein Air Travel Terminal? Ja, da kannst du dich wahrscheinlich irgendwo hinbeamen oder so. Ist ja blöd. Okay. Fabrikator, ein Atemgerät. Tipp 2. Wenn ihr Chitin für die Herstellung von Zement benötigt, Biberdämme plündern. Hast du gehört? Biberdämme. Plündern. Ja, wir wissen ja, wo einer war, ne? Oh, ich kann die Tauchsachen noch nicht machen, weil ich bin noch nicht Level 81. Ich weiß. Ups. Ja, wir können, ich weiß, wo Biberdämme sind. Ja, da, wo wir unsere Biber zum Beispiel herhaben, oder? Zum Beispiel, oder noch woanders. Können wir mal versuchen. Greifen uns die Biber dann auch wirklich an? Sind die dann auf Krawall ausgebürstet? Das wäre gut zu erfahren. Was machst du denn da jetzt? Ich mach Tauchersachen. Oh mein Gott! Ich habe davor richtig Angst. Weil unter Wasser, ich habe irgendwie das Gefühl, unter Wasser kannst du nicht flüchten. Weißt du, wie ich meine? Du bist unter Wasser so direkt dem Tod geweiht irgendwie. Wir können einen Mac tamen. Ja, das kommt nochmal irgendwann, wenn wir stark genug sind und im Wasser auch. Weil wir haben uns jetzt ja auch gar nicht irgendwie Caroline. Gelevelt für... Wir ziehen direkt durch, knallhart. Jo. Ja, und die sind sehr stark. Echt? Biber sind sehr stark? Ja, hast du auch, siehst du auch an unseren, die sind auch voll die Hammerkrassen. Okay, ich gebe dir jetzt deine Ausrüstung, ja? Ja. Okay, dann lass alles Wichtige wegtun. Dann nehmen wir nur die Tauchsachen mit. Und, Also wirklich Essen und Taucherausrüstung. Und zum Zähmen was. Ja, und halt Axt und Fackel und so kannst du auch mitnehmen. Okay, aber sowas wie Spyglass und... Ja, das kannst du auch mitnehmen. Das ist alles nicht so teuer. Das ist jetzt nicht mehr so ein großer Verlust für uns. Dann die Betäubungspfeile. Ja, die brauchen wir jetzt. Ja, dann kann ich alles mitnehmen. Ich zum Beispiel lasse mein Schwert, glaube ich, hier. Mein Schmerz? Mein Schmerz. Also wir können ja gucken, ob wir auf brutalem Wege oder auf liebem Wege tamen. Aber ich stelle da nochmal ein paar Baits her. Okay. 50 Stück. Warum habe ich eigentlich 3 Feuer in meinem Inventar? Eins hätte auch gereicht. Oh Mann. Brauchen wir nochmal ein bisschen Zündpulver, ne? Warum habe ich auch Leder und so viel? Braucht irgendwas von unseren, weißt du, aus dem Kopf, ob irgendjemand von unseren Dinos noch Fleisch braucht? Nee, aber wir haben ja den Futtertrog. Da können eigentlich alle dran. Wir haben nicht genug Narkosemittel. Das ist doch eine Lüge. Oh, ich bin gerade dabei, herzustellen. Wir haben fast 1000. Also ich weiß ja nicht, wen die hier veräppeln wollen. Oh mein Gott. Also Narkosemittel haben wir genug. Duel. Nee, ich möchte 25. Ach, du bist da unterwegs. Sorry, Dodo. Kannst du einmal Holz, Stroh sammeln? Ja, das muss ich gleich mit Klette machen. Nee, Klette kann halt ja nicht. Klette macht Holz. Also die Teris machen Holz. Oh, ja, dann habe ich's halt. Ja, dann bringe ich auch direkt Stroh mit. So, Betäubungspfeile. 71 Betäubungspfeile. Also von mir aus können wir los. Ja, ich mach das hier gerade auch, weil sonst das Fleisch, was verdirbt ist, verdirbt. Ach so, du sammelst Narko, okay. Ja. Also davon haben wir so viel. Und Stroh.
Warum haben wir denn hier noch Steinpfeile? Kleiner Donner, wann brauchst du Zuwendung? In 18 Minuten. Sekunden. Ja, ist ein bisschen kritisch, weil genau dann werden wir wahrscheinlich auf Tour sein. Oh, ihr habt alle ein paar Level. Oh, Hermine, ey, die macht immer so Geräusche. Gewicht, bitte. Mal hier unsere Dinos leveln ausnahmsweise. Aber früher war das immer so richtig ein Ding, wenn du keinen Drucker zu Hause hattest, warst du wirklich am S, ne? Weil da hast du ja wirklich immer alles ausgedruckt. Mittlerweile hast du ja deine PDF und gut ist. Ja. So, jetzt haben wir doch genug. Oder druckst du noch viel für Schule? Ab und zu. Wen mache ich denn? Also zum Beispiel letztens, als ich los musste, ist mir aufgefallen, auf Teams hatte ich was ich, wenn es auf Teams gewesen wäre, nicht im Unterricht so benutzen hätte können, weil manchmal ist halt auch die Situation, da kannst du nicht am Handy sein, weißt du? Mm. Und ja, deswegen habe ich in dem Moment dann so gedacht, da war ja noch was ich im Unterricht bräuchte und bin dann sogar fast zu spät gekommen, weil ich das dann noch ausdrucken musste. Wo sie sich das nachher herausgestellt hat, dass die Stunde entfallen ist und ich das deswegen gar nicht hätte gebraucht hätte. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Und deswegen, manchmal kommt es halt schon vor, dass du dann noch was ausdrucken musst, aber so vieles ist auch online, auch so Unterrichtsstoff, wird vieles nur noch mit PowerPoint gemacht, dass man, auch wenn man nicht da war, das dann in der PowerPoint sehen kann. Ach, also wie in der Uni schon, so krass. Schon ähnlich. Also die meisten Lehrer benutzen wirklich PowerPoint. Oder nicht die meisten, viele auf jeden Fall schon. Also, die haben den ganzen Unterrichtsstoff, was die mit uns machen wollen, schon als Folie vorbereitet. Und dann gehen die halt die Folien durch, erklären dazu was, nächste Folie, erklären was, nächste Folie, Aufgabe zu der Folie, nächste Folie, weißt du? Mhm. Also, es ist halt schon digitalisiert. Das war früher. Früher hatten wir nicht mal WLAN in der Schule. Ja, das WLAN also ist auch eine Sache. Lol. Was denn? Zieh mal die Taucherbrille auf. Das sieht ja fancy aus. Du siehst dann, oha. Zieh mal auch das Dingsy auf. Ach, du siehst dann auch. Ja, wie witzig ist das denn? Oh mein Gott, zieh die mal schnell ab, sonst benutzt du die ja schon. Oh. Stopp. Ja. Sehr okay, cool. Willst du dann nochmal eben hier die Dinger, die Baits rausholen? Fleischbaits? Obwohl, ich nehme auch nochmal Berry Baits. Man weiß ja nie, wofür das Berry Baits. B. Also Baits und Betäubungspfeile haben wir jetzt beide, ja? Wie viele Betäubungspfeile hast du? Sonst kann ich dir noch welche geben. 32. Also ja, ich habe dir noch welche gegeben. Also meinst du die Baits, die am Bogen, die für den Bogen sind, nicht mitnehmen? Du kannst bei, also ist mir egal, welche du mitnimmst. Ich habe jetzt welche zum Werfen, weil ich ja eigentlich immer gerne. Das ist mein Schwärmer hier. Nimm mit. Ja, komm, dann nehme ich alles mit. Okay. Okay, let's go. Achso, wollen wir da hinfliegen? Ja, zum Wasser fliegen wir. Okay. Nice. Oh, hallo, kleiner Donner. Ist ein bisschen süße Maus. Wo habe ich denn Seidenstapel geparkt? Auf dem Dach vermutlich. Oh, ich muss da im Gamma wieder umstellen. Ich glaube, es ist einfach so hell. Life-changing. Nee, bei mir war noch life-changing jetzt gerade. Wo fliegst denn du jetzt hier hin? Ja, einfach hier und von hier aus dann ins Wasser, oder? Ach so, ich war halt noch gedanklich dabei, dass wir jetzt Biberstämme suchen, aber ja. Ach so, ja, ich dachte, weil wir wollen, also wir hatten das ja so auch im Titel. Ach so, ich kann unter Wasser nicht essen, ja, das erklärt einiges.
Mann, muss ich jetzt... So cool. Okay, also ich zieh das... Langsam? Ich zieh das erstmal nicht an. Hast du das schon an? Ja. Ja, ich zieh's erstmal nicht an, solange ich noch eh an der Oberfläche immer Luft holen kann. Sondern erst da hinten schon Mac. Wo? Oh Gott. Der wird uns direkt killen, glaube ich. Das ist so gruselig. Können wir die nicht irgendwie anlocken oder so? Wie denn anlocken? Tu schon mal unten in deine Leiste. Was denn? Die Baits? Oder die Betäubungs? Die, kann man unter Wasser schießen? Ich glaube nicht, oder? Probier's mal aus. Oh, das war falsch. Oh, ich sterbe gerade. Oh, hier ist Öl. Ich nehme mal eben Öl mit. Wie sieht das denn aus? Ach, das ist Öl. Man kann unter Wasser schießen. Mega. Oh Gott, ich bin ein bisschen nah an dem Mac. Tschüss. Ist da auch noch... Ach, da ist noch einer. Ich guck die ganze Zeit an einen. Taro, du musst hoch. Ja, hab ich. Oh Gott, ey. Also ja, okay, dann zieh ich das jetzt eben an. So. Vor Wasser habe ich echt Respekt, wirklich. Okay, ich habe 9 Öl, ja. Also ziehst du es jetzt an? Mhm. Okay. Wo hast du denn den Mac gesehen, den du meinst? Da ist er, voll nah. Bei mir? Okay. Oh, ich muss diese Taucherbrille aus. Warum gehen wir eigentlich nicht mit unserem Floß? Hope ist jetzt nicht so sicher, muss ich sagen. Hier ist er gerade gewesen. Kommst du? Im Karo, der killt mich doch direkt. Ich habe den schon angeschossen. Der ist so nah. Ich gehe jetzt auf Hope los. Hä, aber Hope ist direkt dran, ne? Wird so weit weg? Nee, das ging. Okay, er hat mich anvisiert, aber ist okay. Ach, die haben Angst vor mir. Ich dachte, die greifen einen an. Die greifen auch einen eigentlich an. Ja, warum flüchtet der dann von mir? Ich bin zu weit weg. Also die haben zwar alle mich rot markiert, aber die flüchten von mir. Warum? Hä? Welchen hast denn du getorport? Den mit Level 14. Ach, wir sind zu weit weg. Okay, ich muss nochmal eben... Okay, nochmal eben hier drauf. Ging das? Oh nein, Chopper nimmt wieder ab. Kommst du mit dem Floß? Ach, jetzt ist Hope doch ganz sinnvoll, ne? Ja, oh, jetzt, ich kann aber nicht drauf. Geh du weiter. Du kannst drauf, du musst nur... Nee, alles gut. Geh ruhig weiter. Das, zu dem, den du hinsteuerst, der hat schon ein bisschen Torpor. Oh, der ist aber schnell unterwegs hier. Oh, ins Wasser geht nicht. Ich muss unter Wasser, aber dann killt er mich direkt. Bist du hier? Beschützt du uns? Danke. Nadine, ich kann dich nicht beschützen. Ich bin, mach selbst gerade eine YOLO-Action, ne? Aber egal. Oh Gott, wir machen gerade so eine YOLO-Action, ne? Oh mein Gott, der kommt. Oh Gott. Nadine, du bist gleich dran, ne? Oh Gott. Hilf mir! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Flieg weg! Ich kann nicht springen, Hilfe! Oh mein Gott, ich hab's einfach geschafft. Ich hab's einfach geschafft. Beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich.
Komm zu mir. Oh Gott. Oh mein Gott, ist er nah. Oh mein Gott, ist er nah. Jesus. Jesus, 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 Nadine. Caroline, ich tame den Guard hier. Noch einer. Noch einer. Oh mein Gott, der eine ist schon fast. Caro, der eine ist... Wir haben den einen down. Gott, ich bin so fast tot. Ich bin so fast tot. Oh mein Gott. Caro, wir haben einen down, ne? Oh mein Gott, was ist der? Fleisch. Oh Mist. Ich geh kurz holen. Also am meisten viel, Fisch ne, warte mal. Ich geh schnell holen. Warum haben wir nie Fleisch mit, wenn wir Fleisch brauchen? Und ich bin auch noch überladen. Wo ist Seidenschnabel? Egal, kommt mal irgendjemand bitte her. Warum haut der denn jetzt ab? Ich hab, glaube ich... Oh, habe ich jetzt kein Fleisch mit... Wir sind dumm, warum haben wir denn kein Fleisch ja, mitgenommen? Ja, deswegen. Ich geh schnell holen. Nein, ein Hai ist doch Salat. Hahaha. Ha, ha. Kritische Lage. Kritische Lage. Oh Gott, nein. Kritische Lage. Kritische Lage. Kritische Lage, würde ich behaupten. Was machst du? Versuchen zu leben. Dich kriege ich jetzt. Komm her. Komm, bald. Dich krieg ich. Schnell nachladen! Oh mein Gott, ich hab zwei down. Zwei? Zwei. Männlich und weiblich? Hä, aber... Hä, was sind wir denn bitte für Profis? Oh, 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 stopp, du sollst mir nicht folgen. Hi, lieben, wünsche euch viel Spaß. Hello, Jolly. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben schon einiges heute geschafft, würde ich mal behaupten. Wir haben jetzt hier einfach zwei Haie sozusagen ja. Down. Krass, ey. Sollte ich vielleicht auch mal anziehen. So heftig einfach. Ja, das konnten wir gerade gut gebrauchen, danke. Ja, ich war Radfahren, oh wie cool, ja, bei dem schönen Wetter. Mega, das haben wir heute noch gesagt, dass wir jetzt immer wieder, jetzt vor allem, wenn die Sonne mehr rauskommt, mal wieder mehr draußen machen wollen. Okay, ich geb denen mal eben Fleischi, Fleischi. Ich hab jetzt halt nichts, ne? Ja, ich geb... Vielleicht kannst du gucken, dass der Torp, die Torpor, dass der die Torpor nicht ab so krass abnimmt. Soll ich Narkotik holen? Ja, oder noch ein bisschen mehr Fleisch, ich weiß es nicht. Hey, wieso kann ich dem das nicht geben? Ah doch, bin ich dumm. Ja, vielleicht ein bisschen Torpor. Okay, Hope, du hast mich noch nie enttäuscht. Ich bin stolz auf dich. Alter, jetzt haben wir, glaube ich, Hope das erste Mal nach 5 Jahren mal wieder bewegt. Ja. Ja, und bring noch ein bisschen mehr Fleisch mit. Die haben irgendwie viel Hunger. Und direkt mal hier die Tauchermaske ausziehen. Ne? Das lief doch ganz gut. Das war eine Profi-Action. Ist das ein Bug, Nadine? Oder warum geht Taming nicht weiter? Die müssen ja erst wieder Hunger kriegen. Ach so. Und dann essen die. Deswegen machen das ja viele so, dass sie die erst so ein bisschen aushungern lassen. Ach so. Oh, da müssen wir Torpor ja weiter. Hast du? Ich bring Narkotik mit. Okay.
Action, Smaction, du. Ich sage mal dir. Mal eben ausruhen. Ich hole noch mal ein bisschen. Ich habe beides, alles. Ach so, okay. Soll ich dir was geben? Ich gebe dir mal die Hälfte. Okay. Ja. Danke. Und dann, wie macht man das mit dem Narkose? Einfach, den füttern. Ach so, okay. Dum, 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 dum. I'm on my way. Ach, dem anderen hast du noch nichts gegeben. Doch. Aber deswegen, es war ja meine Frage, der, Ach so, das ist aber echt ein bisschen komisch. Ja, deswegen. So, Stapel teilen, halbieren. Das ist richtig komisch. Möchtest du auch noch ein bisschen Foodie Food? Ich teste mal. Ja, ich meine, auf den, der ist ja auch nur Level 4, der andere ist Level 14, ne? Dann haben, da haben wir schon einen krassen Ja, ist schon ein Unterschied. Du. Aber voll cool, dass wir jetzt gar nicht mit Level 1 angefangen haben, sondern direkt hier eine volle Kanone. Volle Kanone! Ich habe den jetzt mal einmal, auch wenn man es ja eigentlich nicht machen soll, den mal innen gefüttert. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Ja, jetzt hat er... Ach, jetzt... bei dir ging's. Bei mir ging's nicht. Die sehen, glaube ich, voll geil aus. Ich glaube, wir haben voll die besonderen. Ja, so, die schimmern so. Mit einem Mountainbike. Mega cool. Mountainbike. Da ist so ein Trilobite für Cheating. Ich geh mal kurz. Ach so, ja, mach das. Ich dachte gerade hier, wir werden angegriffen. Nein. Boah, die sind so weit am Meeresgrund. Das ist ja mal richtig schwierig dann. Echt? Dann suche ich die auch mal ein bisschen hier. Weil Torpor technisch sieht gut aus. Oh, hier sind direkt zwei. Nice. Ach, dein Nick ist auch das Bike, was ich habe, was du hast. Cool. Oh, ich sehe dich. Du bist gleich tot aus irgendeinem Grund. Ich? Ja. Ah, das ist noch von vorhin dann vielleicht. Ach so, okay. Ich kann ja gerade noch nichts trinken, aber ich möchte eben... Oh nee, renn doch nicht weg. Was rennst du denn so weg? Oh mein Gott, da sind ganz viele Quallen. Ich hoffe, die kommen nicht. Hallo, renn doch nicht so weg. Also mit Bikes kenne ich mich tatsächlich leider gar nicht aus. Genauso wie mit also Automarken dann schon eher, aber Bikemarken. Greifst du mich ja, an? Ja, ich auch aus. Aber ich find's cool. Ja. Was haben wir denn? Ishti? Okay, cool. Guck mal, ich habe 2 getötet, 95 Shitting. Ja, die Dinger sind mega. Die Dinger sind einfach geil. Und ich habe noch bei unserem Safe Place gesagt, ach, die sind zu nichts zu gebrauchen. Pustekuchen. Ich glaube, die meisten... Oh, geil, er hat auch noch was gegessen. Gegessen. Ich hoffe einfach, dass die Quallen nicht kommen. Oh, da unten sind auch noch Trilo-Dinger. Wo? Bei dir? Dann komme ich zu dir, dann helfe ich dir. Ach, alles gut. Guck ruhig woanders noch. Ja, hier ist nix. Und hier unten sind Quallen, die möchte ich jetzt nicht auf mich aufmerksam machen. Ist Ach dir... so. Das Hi, erstmal, hey Blind Fox, schön, dass du da bist. Hallo. Ist dir bewusst, dass Haie ersticken, wenn sie nicht mehr schwimmen? Hä? Nee. Das wusste ich ja. Das wusste ich. Oh. Aber noch geht's mit der Health.
Also die sind gerade nicht am Sterben. Ja, Hier also. ist nur noch einer. Wo ist der andere? Nee, ich sehe beide. Alles gut. Okay, okay. Ich bin bei dem anderen. Ach so. In der Realität. Ja, okay. Dachte ich mir schon, das Spiel. Manchmal ist es ja voll realistisch und manchmal dann wiederum nicht so. Oh, ich kann nicht mehr. Kurze Frage an alle. Wenn man Quallen zu nah kommt, verfolgen die einen oder erst, wenn man die angreift? Anlur, hey, schön, dass du wieder da bist. Hast du schnell erledigen können mit dem, was war ein Wertstoffhof? In Real Life ist das so nicht im Game. Ja, okay, gut, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Ja, einige Arten müssen immer in Bewegung bleiben, um zu atmen. Das finde ich voll spannend, das wusste ich gar nicht. Bleib weg, ist da, ein die interessanter töten dich, Fakt, finde ich auch. Was? Die verfolgen einen. Was verfolgt einen? Meinst du die Knidaria? Karo, halte ich fern von den Quallen. Hä? Hatte auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit Quallen. Ja, Quallen genau, war im greifen Wertstoff immer hoch. an Okay. Und verfolgen einen. Die betäuben sich und killen. Okay, 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 ich bin schon weg. Und Jolly sagt, hab eine Art Trackingrad, aber fährt sehr gut. Mega cool. Ich glaube, ich muss niesen. Ich bin weg. Ich hab dich doch gewarnt und du so, oh ja, dann schwimm ich da halt trotzdem Ja, okay, mal hin. Ich hätte jetzt gesagt, Quallen sind so. Du hast doch selber Ja. schon mal eine Erfahrung mit einer Qualle gemacht. Ja, die ist irgendwo festgebackt. Und dann dachte ich so, ja, okay, YOLO, wenn die irgendwo festbackt, dann passiert da nichts. Ja, Quallen sind mies und Zitterale auch, oh mein Gott. Zitterale, oh Gott. Oh, ich bin ein bisschen weit getaucht. Ja, ich hätte gern die Trilobite. Trilobites. Aber. Ja, aber wenn du jetzt weißt, wie die heißt, kannst du die doch googeln. Also googeln im Sinne von hier Handy. Trilo, sagst du? Trilobites. Ja, ich sehe die ja auch. Oh, die aber sind dazu ein bisschen weit unten. Ja, deswegen. Die sind halt ganz am Meeresgrund. Ich hätte nicht gedacht, dass die so weit am Meeresgrund sind. Aber hier sind doch keine Quallen, oder? Oh, nee. Ja, doch, da sind ja die Quallen. Ach, da sind auch Quallen. Mann! Suche am Strand, die sind auch oft auf Land. Ja, das weiß ich, aber bis jetzt, so viele waren das halt. Oh mein Gott, ich hab das Ding ja nicht mehr an. Oh Gott. Ja, ich habe die ja schon öfters am Strand gesehen, aber das waren halt nicht so viele. Und da sind so viele. Deswegen wäre es halt sehr anlockend. Aber ich finde Quallen einfach nur gruselig. Also auch im Urlaub immer. Ich hatte einmal so ein richtig... Hauptsache Bike und draußen in der Natur. Bin auch fast nur im Wald unterwegs, deswegen Mountainbike voll geil. Ich hatte so eine richtig gruselige Situation mit einer Qualle, als wir mal im Strandurlaub waren und ich war mit meiner Luftmatratze im Meer. So. Und dann war ich da auf der Luftmatratze und da, wo sozusagen das Kissen ist von Luftmatratzen, das ist ja durchsichtig, da kann man auch nach unten schauen. Und dann war ich auf dieser Luftmatratze und ich war schon relativ entfernt vom Strand, also es war jetzt nicht so ein Meter davon entfernt, sag ich mal. Und dann war ich da drauf, gucke ich, durch dieses Kissen ist genau unter mir eine Qualle. Und eine Luftmatratze ist jetzt nicht so safe, wo ich sagen würde, oh, ich fühle mich so sicher. Die war also wirklich schon nah bei mir. Und ich hatte so Angst, meine Füße und Hände da irgendwie ins Meer zu tun, weil ich hatte so Angst, sie zu berühren. Dann habe ich so lange auf dieser Luftmatratze gewartet, bis sie wieder weg war. Aber es war einfach so gruselig. Boah, das finde ich Horror. Ich habe Angst vor Quallen, deswegen würde ich nie ins Meer gehen. Quallen sind schlimm. Also ich muss sagen, ja, auch Angst vor Quallen. Aber ich liebe halt das Meer. Also wenn man im Urlaub ist, dann bin ich halt überhaupt nicht der Poolgänger. Ich bin immer der ins Meer geht.
Aber ja, ich glaube, vor den Dingern sollte man trotzdem Respekt haben. Aber ich kann mich noch daran erinnern, da warst du doch noch voll klein, da warst du doch irgendwie 10 oder so. Ja, deswegen war es nochmal schlimmer. Na stimmt, da waren wir einmal in einem Sommerurlaub, wo so eine Quallenplage war. Das weiß ich noch. Ja. Und die sind dann ja wirklich so wie so eine Plastiktüte, schwimmen die dann da so leblos im Meer rum. Ja. Also so an gegen so ein. Ich verschwinde jetzt auch mal im Lurk. Euch noch viel Spaß und vielleicht bis später. Bis später, Sonic. Und später. Sehr schön, dass du da warst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben einfach einen. Und hier lasse ich einen Lurk da und viel Spaß noch und vielleicht bis später. Ciao, Sonic, auch von mir. Schön, dass du da warst und danke für deine Tipps. Ich mag Urlaub allgemein, ich sitze lieber daheim und zocke. Ja, kann ich auch verstehen. Also das ist, da muss man ja auch echt ein Typ für sein, so. Also ich meine, gut, es gibt ja auch verschiedene Arten Urlaub, ne? Mag man gerne Abenteuerurlaub, macht man gerne einfach irgendwie so Entspannungsurlaub, Wellnessurlaub oder macht man auch lieber irgendwie in der Heimat Urlaub oder dann doch woanders. Weiß ich nicht, ob jetzt in der Kälte oder in der Wärme oder so. Ich bin eigentlich voll der Urlaubsmensch, also im Sinne von mal in Sommerurlaub, weil ich liebe halt den Strand und das Meer. Aber ich war jetzt auch seit 2018 nicht mehr. 2018 waren wir auf Malta, das war das letzte Mal, dass wir so richtig im Urlaub waren, ne? Dann nochmal irgendwie so ein Tagesausflug oder sowas, aber... Ja. Gehört der jetzt schon uns, der unter uns ist? Weil sonst haben wir ein Problem. Jetzt gleich sofort. Ach so, ich gucke die ganze Zeit gegen... Oh, den hier, der ist auch sehr nah eingestellt, würde ich behaupten. Verhalten. Das weiß ist jemand, wieso das Wasser so unsauber, sage ich mal, aussieht? Ist das wegen dem Öl? Also weil irgendwo Öl ist oder so? Geil. Okay, wir müssen mal eben irgendwo mit denen hin. Ich hole mal eben die Kryokapsel, dann kann ich die nämlich in unser Gebiet packen. Oder meinst du das? Wie cool ist das? Du brauchst eine Taucherbrille. Ach stimmt, wir haben ja auch Taucherbrillen. Danke Marcel für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ja, das macht doch Spaß mit Mountainbike, ist super. Irgendwie hätte ich jetzt dann doch mal bald wieder Bock, mal eine Runde Fahrrad fahren oder so. Oh mein Gott, ich erfriere. Du hast Bock auf Fahrrad fahren? Ich hab's halt lange nicht mehr gemacht, ne? Ich auch nicht. Also so richtige Fahrradtour jetzt, ne? Also früher mochte ich das nicht so Fahrradtour-mäßig, weil dann ist man so direkt 20 Kilometer gefahren. Da war ich auch irgendwann. Nee. Aber wenn du so entspannt, so zum Beispiel du fährst im Sommer zur Eisdiele. Geil. Zur Eisdiele. Ja. Ja, theoretisch. Ich sehe gar nichts mehr. Das ist doch entspannt. Also sowas finde ich entspannt. Aber jetzt so direkt 20 Kilometer irgendwo nach Buxtehude zu fahren und keine Ahnung, ist schon anstrengend. Also da vergeht mir auch irgendwann die Lust. Aber so, wenn du so richtig schöne Strecken fährst, wieso steht da plus 1 an denen dran? Weißt du das? Plus 1, was meinst du? Da steht Megalodon, da drunter steht plus 1 im Blau. Was heißt ja, das? Vielleicht können wir die eben ein Level leveln. Nee, das ist was anderes. Oh geil, der eine ist jetzt schon Level. Das ist halt auch geil, wenn du direkt einen tamest, der schon high-leveliger ist, weil dann wird der auch direkt high-leveliger. Weil jetzt ist ja direkt der Level 20 und der andere nur Level 5. Ja, das stimmt. Hallo! Okay, also du holst jetzt... Was holst du? Ach man, warte mal eben. Ich muss die... Ja, ich will die jetzt einkryonen. Ach, der kryot schon. Ja. Geht das nicht? Wird sich jetzt zeigen. Geil! Was hatte der denn mit? Ach so.
Dann warte ich in der Zeit bei dem anderen. Also ist das Wasser so, sieht das so unrein aus? Ja, du kannst also, ja Taucherbrille aufziehen, dann siehst du ein bisschen besser die Umrisse und so. Ja, also gerade mit Taucherbrille sieht das... Ey, die haben hier jetzt echt alles wieder leer gefarmt fast. Lol. So. Hallo. Habt ihr schon Namensvorschläge? Sonst kannst du auch eine Umfrage machen gleich, Nadine. Wenn wir so aber wir haben schon wieder vergessen, Vorhersagen zu machen. Aber zumindest an Umfragen. Oh mein Gott, ich stehe einfach auf ihm. Entspannt, ja. Oh mein Gott, das sieht ja lit aus. Geil. Das sieht ja, wie cool sieht das denn bitte aus? Joa, ich würde mal sagen... Geil. Tiefe Gewässer hier. Tiefe Gewässer. Wie cool ist das denn bitte? Feier ich. Habe ich da gerade Buxtehude gehört? Ich bin öfters in den Harburger Bergen unterwegs gewesen. Gibt ja nicht viel um Hamburg herum. Ne, also ich weiß mittlerweile, dass es Buxtehude wirklich gibt, aber das ist ja immer ja, so. Ja, das hätte also ich auch niemals gedacht. Aber was sagen dachte, wir immer so ja, Buxtehude, so von ja, wegen so dachte, ganz weit weg. Ja, ich dachte, es wäre so ein Sprichwort halt. Ja, dachte ich auch. Triebsi, warum bewegst du dich auf unserem Floß? Also ich glaube, es hackt, ich glaube, es schlägt 13 bei dir, ne? Also, gar nicht. Okay, you can come back with Seidenschnabel. Ja, er soll mal eben hier hinkommen. Komm! Putz. Da wurde Monte, ja genau, da, deswegen weiß ich da jetzt, dass es das wirklich gibt. Jo, stimmt. Ja. Aber eigentlich möchte ich nicht hier auf der anderen Seite eine Mauer hinmachen, weil sonst können wir ja mit den Haien nicht mehr... Aber wir können da ein Tor hinmachen. Du kannst eh nicht. Also du musst sie eh dann immer einkryonen, weil ich glaube, die kommen hier sonst nicht raus. Echt? Ja, weil ich glaube, dass... Also hier rechts wird es auf jeden Fall... Seidenschnabel folgt dir. Hier rechts ist es auf jeden Fall zu eng und viel zu wenig Wasser. Und hier links könnte man testen. Warte, ich teste es. Du kannst doch gleich auf den schwimmen, Caro. Lass doch erstmal einen Sattel machen. Ich glaube, das ist gar nicht so stressig, für die einen Sattel zu machen. Okay, können wir ja gucken. Och, kein Problem. Mach ich denn chillig, jetzt, ne? alles okay, du kannst die Baits eben zurückbringen. Dann wären die nicht schlecht. So, I put my hands up to play my song. Butterflies fly away. Da brauche ich nicht Bock auf Sieps bekommen. Sieps? Ja. Dann gönn dir Sieps. Oh, trink mal was. Ich merke gerade Kopfschmerzen. Ja. Ich hatte vorhin auch welche. Kenner Monte, aber nicht ist das ein Streamer? Ja, ich glaube, das ist sogar der größte in Deutschland. Ja, ich glaube schon. Kannst du ja mal reingucken, ob der macht. So kurz Wasser. Oh. Ich weiß nicht, was macht der momentan? Ich glaube, der ist berühmt geworden mit Call of Duty oder Fortnite oder so. Monte, sein Pudding. Was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Ein Sattel. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Megalodon. Faser, Leder, Zement, das geht ja klar. Wir haben mal wieder Zementproblem, ne? Megalodon. Ich glaube, ja, müsste normalerweise der größte in Deutschland sein. Glaube, dass er mit Casino bekannt geworden ist.
Okay, ich bin seit über 5 Jahren bei Twitch und habt ihr noch nie gesehen, dann wird der Spielespiel nämlich nicht so interessieren. Ja, ich glaube, der spielt auch gar nicht mehr so hauptsächlich, sondern guckt sich eher so Videos und so an, was jetzt halt viele. Ich hab. Ja, okay. Drink and play, das ist ein Timing, würde ich sagen. Blind Fox, ich trinke auf dich. Monte zockt ab und zu Mario Kart, Call of Duty, Fortnite und reagiert auf Videos. Ja, okay. Ach, krass, Mario Kart. Ich habe das Gefühl, Mario Kart spielen momentan extrem viele, oder? Also wir haben jetzt keine Switch, deswegen können wir es leider noch nicht. Aber ich meine, sowas ist halt auch mega cool, was man halt mit allen so spielen kann, die halt natürlich eine Switch haben und sowas. Aber das finde ich halt daran auch so mega cool, dass man das halt dann mit allen irgendwie so zusammenspielen kann. Ja, bei anderen Spielen ist es ja immer ein bisschen schwieriger, wenn man nicht gerade irgendwie so einen öffentlichen Server hat oder so. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ich vergesse die ganze Zeit, was ich machen möchte. Ach so, ich habe das noch ausgewählt. So. Dann überraschen wir jetzt Caroline mal mit einem Megalodon-Sattel. Ach, wir müssen denen auch noch Namen geben. Cool. Wir haben uns festgefahren. Ups. Tag. Du Guten auch Aurora, Tag. du. Ich habe eine Tagchen, Überraschung für Tagchen. dich. Warte, warte, warte. Was denn? Was waren gerade meine Mission? Keine Ahnung. Wir haben Was denn? Sättel. Wie cool! Cool. Wo bist du? Ja, Mario Kart auf Bonbon? N64, damals bestes Game für Chillen mit Kumpels. Ey. Wir hatten immer eine Wii. Also bei uns ist das so, mit Wii war das extrem. Das haben wir durchgesuchtet wie sonst was. Ich liebe es auch sehr und ich habe aber schon öfters bei welchen auf der Switch mitgespielt. Und was ich da ja mega cool finde, dass du halt da so voll viele alte Strecken und so hast. Teilweise von der Wii, teilweise von N64 und so, die dann halt neu aufgegriffen wurden. Das finde ich halt mega, mega cool, vor allem an der Switch. Also die Switch ging ja wirklich durch die Decke oder geht immer noch. Ich bin eher so MMOs und RPG unterwegs. Shooter habe ich früher mal gezockt. Battlefield 2 war das letzte, was ich so gezockt habe. Wii gab es damals noch nicht, vor 2000, ja. Ja, wir haben so, also wir hatten Nintendo, mit Nintendo haben wir angefangen, Nintendo DS. Drei, ja, genau. DS Lite, Ja. glaube ich, hieß unserer. Ja. Danach kam ja 3DS und sowas, das hatten wir nicht. Ich hatte den in Rot und du in Rosa. Ja. Und dann die Wii. Und dann gab es doch dazwischen noch irgend Wii U gab es doch noch oder so, ne? Ja. Oder gab es noch eine andere Nintendo D? Ja, also die sind leider festgefahren. Oh. Also Update, man kann sie leider nicht hier. Schade. Also dann bauen wir irgendwas bei unserem Floß. Oder so, oder in der einen Bucht. Können wir ja gucken, wo es am besten ist.
Hier geht es nicht. Kommst du so eine... Imagine, vor 2000 auf der Welt gewesen zu sein. Ich war vor 2000 auf der Welt. Zwar nicht lang, aber ich war's. Ich finde es halt sowieso, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass über Leute, die 2004 geboren sind, 18 sind. Sprich, Caroline zum Beispiel. Das ist für mich unvorstellbar. Das war super. Deutsche Mark, beste Währung. Ich finde, war das der beste Spruch von Eltern? Boah. Früher war alles besser. Ja, der unter anderem. Oder, boah, das waren ja 20 Mark. Hör mal, da habe ich für ein Eis noch 3 D-Mark. Nee. Was war nochmal, nicht D-Mark, was war nochmal die Cent an, die Centanzahl bei Mark? Pfennig. Da habe ich noch 30 Pfennig für bezahlt. Pfennig, ja. Ich bin nicht alt. Groschen. Ja, oder eine Süßigkeiten-Tüte im Tante-Emma-Laden. Vielleicht wäre hier ganz schön. Das könnte man besser so einteilen. Ja, die haben die Preise... Dass wir dann nur zum offenen Meer so eine Trennung machen. Das würde ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, die haben die Preise gelassen, nur Euro hintergeschrieben, gerade bei den Pfennig-Produkten, ja. Es ist einfach crazy. Ich finde gerade beim Thema Eis merkt man auch, wie teuer das alles wird und Inflation, pipapo. Ich meine, mittlerweile zahlt es ja für eine Eiskugel 1,10 Euro. Ich weiß noch, früher gab es die 1-Euro-Kugeln, die waren dann so riesig, hättest direkt 2 nehmen können. Ja. Ich habe ein Anliegen. Mhm, berichte mir von deinem Anliegen. Du siehst ja in meinem Stream, wo ich gerade bin, oder? An dem Wasser. Ja, wo das Floß ist. Mhm. Ja, doch, da an dem, also auf der Insel schon. Ja, aber wenn es hier so reingeht. Also hier ist das offene Meer. Mhm. Und dann geht es hier so rein. Mhm. Wenn wir jetzt nur, also können wir einmal versuchen, ob die hier schwimmen können. Eigentlich müssten die hier schwimmen können. Oder? Nee. Kannst du einmal mit einem so ein die hinkommen? Dass wir vielleicht einmal überlegen. Caroline. So... Hm? Kleiner Donner ist, glaube ich, ausgewachsen. Nein. Doch. Ich mache einen Sattel eben für den. Ja. Oh mein Gott. Macht man den nicht in der Werkbank? Schon, oder? Wir haben so wenig Chitin. No. Wie viel brauchst du noch? Ich habe noch was in meinem Inventar. 150. Okay. Ich habe 95. Hä, wo bist du denn jetzt? Ich dachte, du wärst hier. Bei kleiner Donner. Ihr lasst jetzt hier bitte die armen Tiere in Ruhe. Ich glaube, es hackt. Oh mein Gott, jetzt mag uns der Trizi. Ja? Weil wir den gerettet haben. Ah ne, der Moschops. Ups. Wow. Wow. Ey, jetzt hat der das aufgegessen. Ey, hier meine ich. Guck mal hier rechts. Mhm. Nennen wir irgendwie hier unsere Haie unterbringen, dass wir hier so eine Abgrenzung machen. Ja, ich tue die mal direkt hier hin. Hier kommt, glaube ich, nicht so viel Böses hin. Ja. Hallo, Blind Fox. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Oh, wie cool. Wir können jetzt einfach reiten. Geil! Und wie ist es? Wie man sich auch da hinlegt, ne? Ach stimmt, man liegt ja so, ne? Willkommen, willkommen, willkommen! Richtig witzig. Dö. Dragon's Blade TV.
TV. Danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Hello, hello. Und Leute, immer wenn ihr so coole Namen habt, könnt ihr auch immer sagen, wie wir euch genau nennen sollen. Ob ich es behalte, ist eine andere Sache, aber ja. Genau. I wanted to say that. Bei dir ist ein bisschen dunkel, oder Nadine? Ich wollte hier gerade einmal... Findest du es sehr dunkel? Alles supi, danke der Nachfrage. Gerne, gerne. Also ich finde es immer wichtig, dass es euch allen gut geht und wenn nicht, dass wir daran arbeiten, dass es nicht, also dass es nicht mehr so ist. Genau. Also, das ist das Allerwichtigste. Also, dass es ist, dass es euch, ja, genau, ihr wisst das. Oh mein Gott, wie cool ist das? Ach so, wir müssen eben dann noch Fleisch rein tun, weil ich weiß nicht, ob die Food Range ist. Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Oh, der folgt dir. Ah nee, der folgt dir nicht. Warum ist der jetzt Eigentümer Nadine? Also, finde ich nicht schlimm, aber bei den anderen ist das doch auch nicht, oder? Das ist jetzt, glaube ich, neu irgendwie. Das stand nämlich, letztens stand das nieder. Ich weiß nicht, ob das ist, weil ich die, weil ich die Besitzerin des Stammes bin. Oder ob das daran liegt, dass ich die gezähmt habe. Gezähmt. Obwohl, das steht nur bei den neuen Dinos, ne? Dann liegt das, dann ist das, glaube ich, ein Update. Ach so, okay. Weil bei den alten steht es ja nicht. Okay. Aber müsstest du mal testen, wenn du was tamest, ob es dann da nicht steht. Mhm. Okay. Ja, ich muss dir mal ein bisschen Fleisch absneaken, Hedwig. Ach so, Fleisch wollten wir da rein tun, stimmt. Du hast recht, ich vergaß. Gar kein Problem, dafür bin ich ja da. Was wollt ihr denn hier? Bewegungsgeschwindigkeit machen wir mal ein bisschen. Gezähmt, neues Wort, ja, oder? Ich finde, das hat ein bisschen mehr Pep. So wie Tigerzahn. Wir müssen mal so... Tigerzahn, genau. Insider aufschreiben. Oh, ey, kannst du mit deiner Flosse mal ein bisschen aufpassen? Frech, frech. Also, da sind mir hier auch ein paar zu viele Trizis. Ich habe das Gefühl, das gibt hier gleich irgendwie Beef. Ich habe das Bedürfnis, die zu... ins Jenseits, an einem besseren Ort. Zu befördern, ja. Zu befördern. Sollen wir? Ja, okay. Das war so klar. Das lässt du sich nicht zweimal sagen. Okay. Also nicht, dass ich was gegen die hätte, aber man muss einfach nur Vorsicht walten lassen. Welchen nehmen wir? Alle. Alle. Mann! Am besten machst du es im Sitzen. Diese Klauer schon wieder. Boah, die sind so nervig. Die sind übel nervig. Oh, ich bin abgestiegen. Ah, Hilfe. Weißt du, und das verstehe ich nicht. Unsere Dinos, die helfen nie. Das ist so frech. Total. Was ist denn jetzt mit Klauer? Ja, der ist hinter unseren Mega... Boah. Wir haben den ja noch Schreibt gar keine Namen. Die, die helfen erst, sobald du angegriffen wirst. Nee, der ist mir gefolgt. Wo sind die, Max? Ich sehe nichts, ich wurde... Caro, wo sind die? Nadine, ich frag für einen Freund. Caro, die sind verschwunden. Nadine, hat er die getötet? Nein, der hat die nicht. Das war ein normaler Dilo. Ja, aber die haben sich ja nicht verteidigt. Stand oben, dass die getötet wurden. Die leben noch. Die sind... Oh mein Gott. Nein, wo sind die? Einer ist hier. Ach, hier ist ein toter Dodo. Ich dachte, das wäre irgendein Dino. Tut mir leid, aber du bist jetzt auf passiv und fliehen. Das reicht mir hier. Och, was willst du denn jetzt? Leg dich Mann, nicht dieses mir nervige an, Handy hier gerade. Du musst mal den anderen suchen eben. Ja, welchen suchst du denn? Ich habe schon den mit 22, habe ich schon.
Mit 22. Okay, dann nehme ich den mit. Einfach mal despawned oder wie? Ich guck mal im VOD. Ja, ey, die sind ja so, die waren ja so fix weg. Hä, ich dachte auch, die wären despawned. Ich dachte auch, die wären einfach mal verschwunden. Ah, der andere ist voll tief hier im Wasser. Der ist auch hier. Die haben irgendwas angegriffen. Ich sehe den nicht mal da. Kommst du mal? Folgt er mir jetzt nicht? Hallo, ich hab schon gepfiffen. Siehst du den überhaupt? Ja. Komm doch jetzt. Was ist mit dir? Der ist so weit weg. Der hat keinen Bock auf mich. Hä, reite doch auf dem anderen. Ich hab doch... Ach ja. Eben Luft holen. Oh mein Gott, ich sterbe gerade. Wieso kann ich... Warum fliegen die denn einfach ins Meer rein? Ey, was ist das denn? Die Megalodons haben die Angewohnheit, einfach ins Meer zu schwimmen. Ah, alles klar. Das ist ein Eier. Ich sterbe gerade. Spucker meine ich. Ein Eierspucker? Was? Eierspucker. Ich bin tot. Was? Bitte? Nadine. Nadine. Ja, es ist nicht so schlimm. Passiert? Ja, ich kann die nicht lenken. Also bist du erstickt? Ja, erstickt, ertrunken, würde ich es mal nennen, ne? Ich kann die halt nicht lenken. Warum? Ja, ich konnte nicht mit denen hoch. Ich konnte nur halt so, ne? Wie geht man mit denen hoch? Leertaste oder nicht? Echt? Ja, habe ich halt nicht gecheckt dann. In dem Moment. Ja, Leertaste, glaube ich. Ein Spucker ist das gewesen. Okay. F. Oh mein Gott, so tief war ich. F in den Chat. Ja, man sieht die nicht mal. Oh. Ja. Man sieht die nicht mal. Ich sehe meine Todesleiste. Ich bin da mal eben weg. Ja, ich helfe dir. Oh, jetzt ist es auch noch kalt. Oh mein Gott, Caro, ich bin ein bisschen sehr weit weg gestorben. Oh nee, ich sterbe sofort. Ich muss mich kurz aufwärmen. Mann, wann wird das denn... Oh mein Gott, ich sterbe auch direkt. Was ist das denn jetzt für eine Action? Ja, das ist halt sehr kalt. Ich glaube, einfach sie hat K gedrückt oder so, wodurch sie nur noch die Kamera bewegen konnte. Oh. Hast du K gedrückt? Oh mein Gott, das kann sein. Ich habe das in dem Moment nicht... Oh. Schön. Cool. Kann es denn jetzt mal warm werden, bitte? Danke, Blindbox, für die, Ja, danke schön. Ich, Für die schlaue These hier an der Stelle. Ach, ich mache jetzt einfach schlaue Profi-Dinge. Was denn? Ja, ich gehe einfach mit Hope dahin und muss dann ja nur noch runter. Ah, ich komm mit, warte auf mich. Ich muss eh noch drehen. Dauert eh 3 Jahre. Ist drauf, okay. Ja. Ja. Let's go to the beach, each let's get let's away. Get away. Say what they're gonna pass. Say. Wir gehen weg vom Strand, ins Meer. Alter, wie weit war ich denn bitte weg? Oha, wie weit bist du denn? Oh mein Gott. Ja gut, also hätte ich jetzt eventuell nicht geschafft. Nee. Oh mein Gott, wie weit ist das denn noch? Oh mein Gott. Wie weit warst du denn bitte weg? Hier. Ach, hier ist ein toter Dings. Ich sterbe gerade. Nadine, ich hab grad eventuell... Deine Fackel fallen lassen und ich hab nix, das weißt du. Tauch mal eben und hol das. Wo ist das denn? Nein, Nadine! Der legt sich gerade mit... Nadine, hör auf! Stirbt er oder stirbt der andere? Der andere stirbt, glaube ich. Gott, das ist ja alles gerade ein bisschen zu viel für mich. Wie tief war ich denn? Ich habe ja gar nichts mehr gecheckt. Caro, ich sterbe einfach auf unserem Floß. Hast du jetzt deine Fackel wenigstens? Nein.
Weißt du, Leute, wir sterben nicht durch andere, wir sterben einfach durch uns selbst. Immerhin habe ich sie jetzt schon mal wieder zurückgeholt. Ja, meine Leiche hole ich dann gleich. Ja, ich weiß, dass ich sofort sterbe. Ich habe es verstanden. Ach, jetzt ist es auf einmal warm. Oh mein Gott, hab ich mich gerettet? Nein. Du stirbst jetzt einfach. Oh mein Gott, das war eine knappe Kiste bei dir. Ja, ich sterbe. Aber auch nett, dass du die jetzt mitgenommen hast, die du so mich hier zurücklässt. Ach so. Oh, warte, ich bin kurz vorm Verrecken. Warte, ich habe nichts mehr zu essen. Es wäre auch super, wenn du mit einem Mac kommst. Ja, ich habe auch nichts mehr zu essen und ich sterbe. Ja, ich hole eben alles an Essen, was wir noch haben. Ja, na toll, in dieser Kiste hier ist auch nichts. Hätten wir ja mal ein Feuer lagern können oder so. Ey. Ja, nee, ich habe auch ein Feuer. Ich bringe ein bisschen Holz mit. Oh Gott, ey, was war das denn jetzt hier wieder für eine Ecke? Und bitte mit einem Mac kommen. Danke. Und bring mir mal eine Taucherbrille mit oder so. Oder einen ganzen Taucheranzug. Wie? Ich habe eine Fackel. Ich auch. Oh, wie cool. Diese Emotes sind einfach der absolute Hammer. Was denn? Die haben alle Fackel-Emotes. Geil. Einfach traurig. Bin ich immer noch. Oh mein Gott, ich bin gerade ganz am Sterben. Bin ich immer noch am Sterben? Danke, Blind Fox, für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Ey, wie lange will ich denn noch am Verrecken jetzt? Es reicht doch mal langsam. Ich muss was essen. Du hast noch die Tauchersachen an, ne? Die sind irgendwann leer. Oh. Das Problem hatte ich gerade auch. Hauch, ich sterbe gerade, weil ich Hunger habe. Also, es wäre super. Bitte stress mich nicht. Du, Hälfte ist weg. Ja, warte. Ich bin gerade überfordert, weil. Wieso habe ich denn so wenig Leben? Ja, weil du halt gestorben bist fast. Ja, aber immer noch. Du lässt einfach die Tür offen. Machst du bitte die Tür zu? Caro, ich bin jetzt gleich weg vom Fenster. Nadine! Wie tief bin ich denn bitte gestorben und wie weit weg? Das ist doch nicht mehr normal. Die Max sind schon schnell, ne? Mhm. Oh mein Gott, ja, ich sehe es. Ihr kommt, ne? Wie schnell? Okay, krass. Wenn man auf denen drauf sitzt, denkt man, das wäre gar nicht so schnell. Nadine, es gibt ein Problem. Oh, ich habe den anderen auch noch mitgenommen. Ich kann nicht abspringen. Ah, doch. Okay, schnell. Essen brauche ich. Fallen lassen. Feuer. Ist dir noch kalt? Nee, ich tauche dann mal jetzt eben meine Sachen holen und so. Okay, viel Glück. Nein, wir werden angegriffen. Von irgendwelchen. Oh mein Gott, sind das viele. Oh mein Gott, was ist das? Hilfe, was ist das? Oh mein Gott, ich bin dumm. Wieder meine Taucher. Sind die weg? Er hat mich allein gelassen. Oh nein, er folgt mir noch. Ich komm, ich rette dich. Warum killen die denn Ishti? Wo bist du? Ich komm hoch. Ishtis sind böse, ne? Nein, Ishtis sind Delfine, Süße. Ja, die greifen uns aber an. Nein, das sieht nur so aus. Wie? Das macht das Spyglass falsch. Die Ishtis kannst du einfach zähmen. Die kommen zu dir, weil die von dir gestreichelt werden wollen. Ach so, und ich hab die getötet fast. Wo bist du? Ich komm grad hoch. Ja, wo ist hoch? Ich bin unter euch direkt. Ach so, ja, dann nimm mal den anderen. Ja, wenn du, die folgen dir ja alle. Jetzt nicht mehr. Ah, oh, ich drück grad die ganze Zeit falschen Knopf. Hast du? Oh mein Gott, ich habe meine Taucherbrille gar nicht an. Ja, das Problem hatte ich gerade auch. Oh Gott. Lurk, kurz die Süßigkeiten-Einkäufe wegräumen. Oh, 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 geil. Oh, oh. Da wünsche ich dir aber wirklich diesmal Spaß bei. Das ist nämlich geil. Mega. Ich wollte gerade sagen, kann unser Floß nicht uns folgen, aber ich fahre dann mal Floß. Okay.
Viel Glück. Tschüss. Ich wusste, dass sie da richtig Spaß dran kriegt. Das ist so cool. Man fühlt sich wie keine Ahnung. Gott. Oh Gott. Was ist mit mir passiert? Wieso? Ich bin durchsichtig. Nein. Irgendwie schon. Oh Gott. Ja, komm jetzt einfach mal eben zurück. Dann können wir vielleicht überleben erstmal. Mhm. Oh, da sind Lederstiefel und so drin in dem Dingsies. Bumsies. Ja, ich hol. So, da bin ich wieder. Hallo. Guten Tag. So, ihr werdet jetzt erstmal... Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Entschuldigung. Gott, die sind jetzt passiv. Also wenn du mal mit denen auf Tour gehst, solltest du die umstellen. Okay. Was geben wir denen jetzt für Namen? Also Leute, Namensvorschläge gerne in den Chat. In den Chat. 1-1 in den Chat. 1-1 in den Chat. Olga. Warum liegt hier ein toter Moshop? Was hast du angerichtet? Nee, hier war ja auch ein Dilo. Hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, wo lagern wir die jetzt? Wo lagern wir die? Okay. Ja, ich würde sagen, die bleiben jetzt erstmal hier, aber ich würde denen mal Namen geben. Ja, wie heißen wir die? Wie nennen wir die? Irgendwie irgendwas? Margaret? Nicht? Margaret und Merlin. Merlin heißt ein Vogel von uns. Margaret und... Manfred. Wir haben schon so viele Barbaras und Wolle Petris und keine Ahnung was. Ja. Wir können ja jetzt nicht noch ein Manfredchen benennen. Doch. Voll cool. Nee. Margaret und... Irgendwas mit M. Ich bin da irgendwie immer voll der Fan von. Ich weiß auch nicht warum. Und dann mit den Anfangsbuchstaben, die ähnlich sind und so. Ja, ich auch. Margaret und... Kannst googeln. Namen mit M. Okay, mach ich. Oh Mann, ey. Oh Mann. Okay. Wer kloppt sich jetzt hier schon wieder? Nein. Ach Mann. Hedwig, kannst du mir helfen? Ich werde angegriffen. Nein. Warum hilft mir denn keiner? Wir haben so viele Dinos und jetzt hilft mir keiner von denen. Nadine, du stirbst. Caroline, ich sterbe! Ja, der stand die ganze Zeit hinter dir. Ja, weißt du, was die mir fast geklaut haben? Die Kryokapsel. Oh. Also sie steht da so hinter ihr, greift die ganze Zeit jemand an. Nee, die Kryokapsel war wichtiger in dem Moment. Weißt du, was dazu passt? Ein Moment. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin... Nein, wer stirbt? Es stirbt jemand. Caroline, wir haben schon wieder einen verloren. Wie? Maggie jetzt ja, die sind geflüchtet. Vielleicht mache ich sie auch einfach. Ich weiß auch nicht. Wir müssen die irgendwo hinstellen, wo die nicht angegriffen werden und auch nicht wegfliegen. Ja, dann weißt du wo. Nee. In unserer Base. Mm-mm. Caro, ich weiß auch gerade einfach mal wieder nicht, wo der andere ist. Ja, hier. Ja.
Ich hole ihn. Wie hast denn du den jetzt gesehen? Achso, Margaret, du folgst mir noch. Achso, ich bin zu weit weg, okay. Hallo, bleibst du mal da? Margaret ist irgendwie... Folgt Margaret dir? Ich sitze auf Margaret. Ach so, ich hab mich schon gewundert, weil die folgt mir. Nein! Ich bin eventuell abgesprungen, ganz tief unten und ich habe meine Taucherbrille nicht auf. Perfekt. Oh, und die sind beide bei mir, aber dann geh einfach eben hoch. Mhm, mach ich gerade. Und ich habe nichts mehr zu essen und verhungere. Super! So, genau, Namen mit M waren wir. Matteo. Ich hätte gern auch sowas. Manni. Manni. Wir nennen die nicht Manni. Können wir auch direkt Mac nennen. Boah, okay. Molly. Molly ist doch eher... Mädchen, ja. Magnum ist voll cool. Oh, cool. Warte, wie sehen die denn eigentlich aus? Braun. Magnum passt dann ja perfekt. Ja. Okay. Magnum. Geil. Magnum und Margaret. Margaret, finde ich, hört sich immer so cool an. Deswegen verschlucke ich immer das. Nach meiner Serie. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen an Game of Thrones gedacht. Mhm. Ich wollte gerade sagen, mir kommt der Name aber trotzdem irgendwie bekannt vor. Nein! Seidenschnabel! Folgt dir. Oh, ich habe es noch geschafft, ihn zurückzulotsen. Alles gut. Frech. Komm mal ran hier, komm mal ran, ran an den Speck. Komm mal her. Was machst du eigentlich hier, Silver? Ach, ich hab ja... Ich würde sagen, sowas wie das Unterwassergehege bauen ist wieder eher was, schöne was Sache. Auch Stream gut machen kann, oder? Ich bin tot, ich bin tot. Nein, wer stirbt? Schöne Sache, Harry. Obwohl, ist eigentlich auch interessant zu sehen, wenn man Unterwasser baut. Schöne Sache. Das ist jetzt ein Witz, ne? Hm? Was denn? Die Kryokapsel. Oh, Seidenschnabel hat die Kryokapsel. Das wär's jetzt. Wir haben kleine Donnergans vergessen. Ja, wir brauchen halt Chitin, ne? Aber jetzt können wir doch mit den Max tauchen und ganz viel snacken. Oh mein Gott, ja. Geil. Okay, kurz an die Leute, die sich ein bisschen auskennen. Er hat nichts gesammelt. Nein. Ja, gar nichts. Ein Fall für die Tonne, also ohne Witz. Nein, Spaß. Nur halb so cool wie die Biber. Aber wie ich immer so aus der Luft aufspringe auf Seidenschnamm, das finde ich immer sehr faszinierend. Okay. Na? Warte, ich muss eben hier Ordnung schaffen, weil das kann, du bist ja nicht so der Ordnungsmensch und deswegen mache ich das. Okay, bleib ich eben hier, du kannst nicht mit rein. Tut mir leid, tschüss. Kleiner Donner ist schon hübsch. Kleiner Donner der Zweite. Am Ende hat er ein bisschen schwarz sogar so, also grauschwarz, das ist schon sehr schön. Was ist? Wo hast du eigentlich Gold gelassen? Steht, glaube ich, draußen vor der Tür. Draußen? Aber wir sind hier ja noch nicht safe. Ich weiß. Es
Es ist halt so geschehen. Es ist so um dich geschehen. Was hatte... Oh, Björn. Hi. Okay. Oh, Musik geht aber ab. Oh, ich sollte nicht so viel tanzen und lieber was essen. Ich verhungere. Kritisch, Caroline. It's getting critical. Critical. Okay, du hast jetzt die Wahl. Obwohl, nee. Nee, ich krieg keine Wahl. Obwohl, doch. Du hast keine. Doch, du hast eine Wahl. Ja, die Wahl war doch jetzt, dass wir schwimmen gehen, oder nicht? Ja, weil wir Chitin brauchen, ja. Um einmal Sattel herzustellen und ein anderes Mal... Na, auch einen Sattel für die Biber. Um auch einen Sattel herzustellen. Okay, super. Dann let's go. Bist bereit? Oh, ich sollte die Baits mal wieder wegbringen. Ja, das hatte ich dir eigentlich schon vor ein paar Jahren angewiesen. Ja, jetzt gerade ist angekommen, die Nachricht. Weil die kam per Brieftaube, ich verstehe. Ja, und der Empfang war halt so schlecht. Ja, das hatte ich auch schon öfters. Und deswegen kam es halt nicht so durch, weißt du? Caro, kann es sein, dass du meine Taucherbrille hast? Ja, habe ich tatsächlich. Kann ich die haben? Nee. Ja, warte, ich muss kurz... Wieso denn nicht? Du darfst es nicht. Du bist... Nee, wo bist du denn? Ach, da. Warum hast du deine Lederstiefel auch runtergeschmissen? Die sind kaputt. Ja, dann wirft man die doch nicht weg, sondern repariert die. Du machst immer so... Ja. Mhm. Ja, ich bin... Ich... Nee. Ach so, du willst... Ach, es ist irgendwie schlau, Ledersachen anzuziehen gerade, ne? Hä? Was hast denn du an? Nix. Hier, deine Taucherbrille ist verfällt in 3, 2... Witzig. Ihr könnt auch Schildkröten zersägen, die gibt's doch auch bei euch zu Hause, oder? Okay, zersägen. Aber von denen kriegt man nicht so viel, ne? Ja, so viel ist das gar nicht. Also von den kleinen Pups Trilobites, oder wie die heißen, die da kriegt man direkt von einem 40, 50 Stück, das ist unnormal. Also dann sind wir sogar mit denen besser aufgestellt als so eine big Schildkröte. Ja, deswegen. Wo hängst du jetzt wieder rum? Ich gehe schon mal, ja? Ich bin schon bei denen. Oha. Wen wolltest du reiten? Mir ist egal. Ach, nimm du ruhig. Du kriegst ruhig Magnum. Dann nehme ich Margarete. Wir haben ja jetzt einen Namen. Ich hab schon oh mein Gott, sie ist ja sogar ein bisschen lila pink. Hast du deinen Vogel? Boah, die haben so coole Farben. Wo ist dein Vogel? Hast du nicht mitgenommen? Ich hab keinen mitgenommen, ne. Oh, schlau. Ist ja egal. Die Frage ist, Leute, wenn jemand das weiß... Müssen wir die dann abarbeiten? Sind Quallen für Max ein bisschen gefährlich, weil die haben ja Gift und so. Und ich weiß nicht, wie giftig dieses Gift für die Max sind, auch wenn die Max jetzt so stark... Nee, Quallen sollten wir nicht tun. Ja, deswegen. Ich meine, wir können jetzt schnell vor denen wegfliehen. Sollen wir kurz überlegen, was wir bei den Max leveln? Ausdauer, ich merke das gerade schon. Okay. Upsi, ich bin gleich tot, scheiße, Caroline, ich bin gleich tot, Hilfe, Nadine. Du hilf mir. Wo bist du? Wir sterben ganz doll gerade. Oh, ich bin unterwegs. Das ist, also leg dich nicht unbedingt mit Mantas an, die sind doch ein bisschen... Mantas? Oh Gott. Bisschen gefährlicher, als ich dachte, du. So, dann suchen wir jetzt mal... Ja, die müssten hier auf dem Meeresgrund sein. Ja, ich such die mal eben. Wie heißen die nochmal? Trio. Ah, ich habe welche gefunden. Trinoite. Ah, okay. Mhm. Da sind Quallen in der Nähe. Oh mein Gott, die sind schon aggressive auf uns. Wir müssen wirklich aufpassen. Die dürfen nicht... Auf mich? Auf uns, ja. Oh Gott.
Wo sind die Leichen? Ach, Kaka. Hab ich die schon gesnackt? Ah, ne, hier. Die Quallen sind bei mir! Oh mein Gott, Hilfe! Flieh! Flieh, du auch! Oh ja. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, da sind ja überall welche. Caro, du gehst gerade auf welche zu? Nein. Doch. Hä? Ich bin bei dir. Wir sollten uns vielleicht irgendwie einen Unterschlupf. Okay, die sind nicht mehr böse. Hier ist auch Mann, viel Öl. Das backt jetzt da innen drin. Dieses ganze Öl können wir Caro, auch hier sind mitnehmen. Schon wieder irgendwo welche. Hä? Wo das denn jetzt wieder? Ist die? Ja, Öl brauchen wir gerade noch nicht so dringend, glaube ich. Ja, dann nicht. Na, abbeißen können wir es nicht. Schade. Warum sind hier denn überall... Ist deine auch so schnell aus der Puste? Ja, merke ich auch gerade. Obwohl, geht. Sind das jetzt auch wieder Qualen? Was sind denn Eurypteriden? Hört sich nicht. Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Ich glaube nicht. Ach Mann, ich drücke immer das Falsche. Ja. Naja, wir gehen mal kurz an die Luft. An die Luft. Ja, weil die dich dismounten und den Megalodon stunnen und dich davon abhalten, wieder aufzusatteln. Oh Gott. Okay. Also. Oh ja, dann halten wir uns dann doch von denen fern. Ich bin gerade auch bei denen. Okay, also die Quallen sind hauptsächlich fies, weil die den Megalodon blockieren und du nicht abhauen kannst und du wirst angegriffen. Nee, doch nicht. Was? Ja, ich habe gar keine Ausdauer, deswegen komme ich gerade nicht hoch. Oh no, irgendwas verfolgt mich. Nee, doch nicht mehr. Oh, sind wir ja ein bisschen wieder gesneakt hier. Mac ist jetzt wütend auf mich. Ups. Ja. Caro, ich habe aber keine Ausdauer. Ah nee, das ist ein Ischti. Oh, alles gut. Oh nee, das ist doch kein Ischti. Hä? Hilfe, Caro, es wäre gut, wenn du mir hilfst. Hä, du stehst doch hier. Oh nein, oh, das ist wieder falsche Angabe oder was? Caroline, es ist ein paar, die jetzt gerade wütend auf mich sind. Gleich wieder da. Okay, bis gleich. Wo bist du denn? Ich check halt nicht, wo du bist. Kannst du mir ungefähr gut. Hab ihn. Mann, dass die ganze Zeit aus der Puste sind, ist total nervig. Also der andere ist ein bisschen besser. Warte. Sag mal eben, wie viel Ausdauer deiner hat. Oder der bei dir ist halt eben. 200... Ah nee, das bin ich. 320. Ja, okay, meiner hat schon, also der bei mir ist, hat schon über 500. Okay, wir haben glaube ich jetzt schon genug Shinting. Shinting. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon genug Nadine. Oh, hier kommen Max, Caro, ich habe ein paar gelockt. Nein. Aus Versehen. Komm bitte schnell, nein, kämpfen. Nein, we have to fight. We are all in this together. Oh mein Gott. Boah, was ist hier für eine Metzgerei? Eine Metzgerei trifft's ganz gut. Oh mein Gott. Schon geschafft? Ja, das war's erstmal, oder? Easy. Easy going.
Oh ja, all. Oh, aha. Oh, io. Ich bin wieder Level aufgestiegen hier. Ein bisschen Fisch haben wir. Wir haben Megalodon-Zahn. Wie cool. Ach ja, und ein bisschen Fisch. Oh. Heute Abend gibt's Fisch zum Abendbrot. Zum Abendbrot. Oh ja, hier hatte ich noch die Kryokapsel reingetan. Okay. Nice. Oh, können wir nicht noch ein paar, die Dodos sind alle so schön. Oh Gott, jetzt kommen hier wieder die mit Dodos an, ey. Oh, der ist echt schön. Krass. Ach. Ja, trotzdem. Lässt deine Mami dich da wieder einfach auf den Hallo? Boden? Hallo? Das war meine Treppe. Okay, lass mal eben Luki machen, ob wir genug Schinken. Geht's euch allen gut hier? Ja, legt so viele Eier. Das ist. Okay, wir haben schon viele Dodos, ne? Ein bisschen. Also, vielleicht. Ich hätte hier zwei, die würde ich noch mal gerne. Nadine. Oh, meine Rüstung ist jetzt fast schon kaputt. Die für Taucher. Gang. Upsi. Haben wir irgendwelche Tiere, die Fisch essen? Nee, oder? Das ist eigentlich nur Fleisch immer, oder? Du Dinger. Nadine? Bitte? Haben wir irgendwelche Tiere, die Fisch essen? Ich glaube, die essen alle alles. Also die, Was treibst du hier im Gar nichts. Nadine, ich sehe das. Was wird das? Und wenn du jetzt hier weitermachst, dann schläfst du heute Abend im Dodo-Stall. Hast du verstanden? Okay, das ist bestimmt kuschelig. Heute Abend kriegst du dann nur Brot zu essen, aber kein Filet. Ja, würde ich mir überlegen. Auch mal gut. Würde ich mir an deiner Stelle mal gut durch den Kopf gehen lassen, ja? Hast du verstanden? Ja, aber kaum guck mal, ne? Wir haben hier voll die Überzahl an lila Dodos. Und so ein bisschen Pinky wird doch auch ganz gut tun, oder? Wen hast du denn gepaart? Lala und Pinky Winky. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer ist. Die beiden Lala, hier. Ne? Die Pinken und. Ach ja, das könnte eine ganz schöne Mischung werden, ne? Denke ich nämlich auch. Hat Potenzial. Stimmt, Po haben wir noch nicht, ne? Oha, du hast gerade aus meiner normalen Aussage einen coolen Witz gemacht, danke. Achso, ich dachte, das wäre extra gewesen, wenn du so Po betont hast. Wenn ich ehrlich bin, nee, wenn ich ehrlich bin, war es einfach nur so. Könntest du kurz gucken, welchen Sattel wollten wir zuerst machen, ob wir genug Shinting haben? Oder ich kann auch gucken, wenn du mir sagst, welchen Sattel wir zuerst machen. Castero in der Werkbank oder, also Biber sind die CAST-Dinger und Argentavis kannst du normal machen. Ich habe aber auch noch Chitin. Chitin! Es ist gleich soweit, es ist gleich soweit. Es ist gleich soweit. Ja, soll ich eben Argentavis machen? Könntest du denn auch schon Biber machen? Ich guck grad. Soll ich dir noch Chitin? Warte, ich tue Chitin nochmal in den Schranken. Hä, bin ich blind? Ich habe einfach ein Rezept erhalten. Cool, Rezept. Nicht? Doch, das wäre cool. Weiß ich nicht. Also Argentavis kann ich schon mal machen. Jetzt gucke ich mal eben kurz den Ding. Die sind ja auch schon voll High Level jetzt mittlerweile. Das ist ja auch voll cool. Ich meine ja nur. Wie heißen die nochmal? Kast. Buchstabier mal eben. C-A-S-T. Da müsstest du es eigentlich schon sehen. Ah ja, okay. Geht glaube ich. Hä? Wie kann ich jetzt herausfinden? Das funktioniert bei mir nicht. Warum? Ach, falsche Taste, einen Moment. Okay. Nee, das funktioniert bei mir nicht. Was no, denn? Not enough resources to pull. Ja, dann haben wir nicht genug. Ja, aber wovon? Ja, das steht dann doch immer.
Hier bei mir wird alles Zement. Ja, das ist halt unser Problem. Wir haben zu wenig Zement. Ich würde gerne Keratin in meinem Inventar. Wann das sei, wann das denn? Wir können nur 25 Zement herstellen. Wir haben immer noch zu wenig Chitin. Immer noch zu wenig. Du brauchst halt für einmal Zement 4 Chitin. Hey, Nalini ist noch 140 im Schrank, ne? An Chitin. Hast du gerade da reingetan, oder? Nein. Kommt so. Das halte ich für ein Gerücht. Reicht trotzdem alles nicht. Immer noch nicht. Ja, dann gehen wir jetzt weiter. Wir können entweder Biberdämme überfallen. Überfallen? Ja. Wir können entweder die überfallen. Oder... Ja, genau. Warte mal. Oder weiter im Meer gucken. Das ist jetzt deine Entscheidung. Wofür entscheidest du dich? Schlägst du mich gerade? Wer war das? Ich war das nicht. Das wissen wir. Oder wir sagen, wir gehen das Ganze das nächste Mal an, weil ich weiß ganz genau, dass wir wieder total ausarten werden. Ah, da hast du recht. Einmal noch eben das Ei. Wir haben noch ein Kind. Ja. Warte, ich muss kurz was nachschauen. Dann machen wir das. Einen oh, Moment, ihm ist zu kalt, ihm ist zu kalt, ihm ist zu kalt, er wird sterben, er wird sterben, er wird sterben. Wem ist zu kalt? Geht's dir jetzt besser? Ja, es brütet. Warte, 5 Minuten. Ich bin gespannt, was es für eine Konstellation wird. Konstellation? Habe ich noch irgendwas hier drin? Ja, ein bisschen Fios. Fleisch und Fisch und Fleisch und Fisch. Oh Gott, wir haben so viel, was wir braten können. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, Was hast du gerade nochmal gesagt? Ich hab vergessen, was du gesagt hast. Das Baby ist gleich auf dem Weg. Ach so, ja, okay. 50. Oh, nicht 500. Noch 4 Minuten. Das ist aufregend. 4 Minuten. Wofür braucht man denn Fasern? Wieder? Ja, egal. Machen wir mal anders. Ihr kriegt gleich Zuwachs. Zuwachs. 4 Minuten noch, okay. Hä, wo bin ich denn? Wie, wo bist du denn? Wo bist du denn? Sorry, ich bin ja einfach in die Wand gelaufen. Ich habe nämlich was nachgeguckt und bin aufgewacht in der Wand. Aua, mein Auge juckt. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Die Sättel wollen wir nur noch machen. Ach so. Ja, entweder kleiner Donner. Arg. Sag du. Sag du. Warte. Ach so, nicht 101. Es fehlt immer noch. Ja, also wir brauchen noch Chitin für beides. Bräuchten wir noch Chitin. Aber dann machen wir jetzt hier Baby. Baby Egg. Oh mein Gott, es ist zu kalt. Oh. Gehen wir gleichzeitig. Man muss hier auch immer hinkacken, ne? Und jetzt? 3 Minuten müssen wir noch. Jetzt wieder ein Dodo-Ei. Ach so, stimmt. Ja, was dachtest du denn jetzt auf einmal?
Weiß ich auch nicht. Wie läuft das eigentlich bei Haien ab, wenn man die paart? Da kommt ja kein Ei raus. Wie war das nochmal? Das ist eine gute Hypothese, muss ich sagen. Ne? Ja, das können wir, das kann man ja auch mal irgendwann, ne? Also das ist ja, also, was läuft hier? Haar in meinem Auge, oder was ist los? Was läuft hier? Wo läuft was? Ach, ein Fiomia. Den lass, der kann hier ruhig rumlaufen. Spannend. Wie lange braucht das Ei denn jetzt? Zwei Minuten. 2:30. Zwei Minuten. Wie läuft's eigentlich bei Haley und Dings? Die habe ich ja, die stehen Dünger, jetzt. Dünger. Genauso Dünger, wie Dings hier steht. Dünger. Der Blick in die Ferne. Wie ging das nochmal? Wie ging das? Der Blick in die Ferne. Was bringt das? Was bringt das Leben noch oder so? Oder die Zukunft. Die Zukunft, ja, das kann auch sein. Also es ist so ein Insider, weil Caro, also ich habe mal ein Bild von ihr gemacht, da stand mir am Bahnhof und ich habe dann so, sie, das so, die hatte einen Blick drauf, ne? Das war, oh, das Baby. Kurz. Wir halten dich in Ehre. Genau, und dann, oh, Caro, betest du gerade oder? Ja, ganz kurz, bin ja wieder da. Genau, und dann hat sie so in die Ferne geguckt und ich habe dann so ein Bild gemacht und da so drunter geschrieben, da hat man auch viel Snapchat benutzt. Der Blick in die Ferne. Was bringt die Zukunft noch? Das war richtig poetisch. Genau. Ich muss das mal irgendwann suchen. Da bin ich wieder. Hello again. Wir haben gerade Dinge... Oh mein Gott, das ist schon wieder zu kalt. Wir haben gerade Dinge getan und haben eventuell ein Dodo-Ei. Ihm ist immer noch zu kalt. Och, müssen wir das jetzt hier auch noch anmachen? Okay. Mann, der hat aber Ansprüche, obwohl es nur ein Dodo... Nein, Spaß. Ey. Okay, jetzt geht's wieder. Guck mal auf dein Handy. Ja, hab ich. Du liegst wieder mit deinem Kopf in dem Ei, ne? Weißt du selbst. Jetzt ist es so kalt. Schnell, mach es an. Mach es wieder an. Ja, gut. Brütet. Es brütet. Oh mein Gott, Leute. Es ist doch... Das ist... also Dodos geschlagen, um sie zu tamen. Bitte? Nee, also unsere, die wir halt schon haben. Und, ja, die wurden einfach ein bisschen überfüttert. Ja. Und dann waren die ein bisschen so nach Knister und dann... Und dann ist halt das, was passiert. Ja, so ganz, ich ganz zeig, spontan. Ich zeig gleich nochmal, was wir für Dodos haben, weil wir wollten nämlich mal eine neue Farbwahl vielleicht treffen. Also neu wird's jetzt nicht, aber, ja. Hallo, süßes kleines Ding. Hallo. Ich brauche mein Essen. Pinke Flügel, glaube ich. Echt? Ja. Oder vertue ich mich? Ja, Food für dich. Futti. Süßer Maus. Erstmal, okay. Mach's dir noch dunkler. Ich möchte nicht, dass es anbrennt oder so. Ich glaube, es schlägt 13 bei dir. Kommt es durch? Komm her, kleines süßes Ding. Komm her. Put. Komm zu Mama. Put. Komm jetzt, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Bist du süß? Sehr süß. Ist es, ich kann es nicht erkennen, ist es türkis? Mit Pink? Ja, im süß. Dunkeln. Hier im Dunkeln ist auch ein bisschen ja, irgendwie so türkis, pink, lila, irgend so eine Mischung von den drei. Okay, das ist dann jetzt Po? Ja. Mit ganz viel O's oder nur mit einem? Mit zwei. Ja, dann drei. Ja, nur ein. Ja, okay. Dann ein. Weil wir haben schon Pinky Winky, Lala. Ja. Dipsy haben wir noch. Doch, Dipsy haben wir auch schon.
Also, okay. Das ist doch Po. Warum habe ich das jetzt wieder umbenannt? Ich wollte nur Inventar öffnen. Yay! Caro, ganz echt, das war hier echt eine erfolgreiche Nummer. Also das hier sind unsere Dodos. Cool. Und wir haben jetzt sehr viele lilane Dodos. Das sieht man jetzt gerade nicht, dass sie lila sind. Die sind eigentlich lila. Ja. Und jetzt haben wir hier die beiden gepaart, weil wir dachten nochmal irgendwie sowas Pinkiges. Und jetzt ist es halt irgendwie was Türkises oder so geworden. Also ich denke, das werden wir dann erst sehen, wenn es groß ist. Ja, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wo es vielleicht eine coole Höhle gibt oder so, wo wir nach Chitin gucken können. Dann gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr die Unterwasser-Action mochtet und was alles noch gekommen ist. Was alles noch passiert ist, genau. Abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein Video mehr auf diesem Kanal. Und schaut auch gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Wird das Dodo Kampfgeschwader? Ja, ich habe das gerade Kampfschaden. Lass mal mit den Dodos gegen den Boss kämpfen. Ja. Ja, dann aber Ade. Ich denke, da haben wir gute Karten. Total gute Karten, glaube ich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!